Mein Name ist Karl Kuschnowski und ich bin bei Kontraband Police. Ich gehe jetzt in das Spiel rein. Was bin ich eigentlich für einer? Also, wo komme ich her? Der Traumjob. Gut. Diese gut. Stopp! Polizei! Ja, dieses Spiel baut bei Steam. Mein Name, habe ich schon gesagt. Was bin ich für ein Idiot? Erstmal Wodka trinken. Ich habe noch mehr Durst. Warum mache ich diese? Oh. Meine T-Shirt, alles nass. Warum? Erotik Show mit Koschinski. Wach auf, Genosse, wir werden bald da sein. Da hinten ist ein Gefangener. Drobniki, Adali, Eto Hutka, Grudok. Alles nass hier, die Scheiße. Wo ist meine Knarre eigentlich? Mann, ey. Oh! So, was guckst du mich an? So. Politzka! Hallo, also ist gar keiner drin. Ja, herzlich willkommen zu Kontraband Police. Ist mal wieder die Demo, also der Prolog. Der Anfang. Haben wir schon öfter gemacht hier auf dem Kanal. Immer gut funktioniert. Däumchen ist ein Träumchen, ne? So. Alter, was hat der für ein Schnauzer? Ich wünschte einfach, ich hätte schwarzes Gesichtshaar. Melde mich zum Dienst. Menomiano, Kommissar Andreev. Jawohl! Also wir sollen jetzt in die Dienstmappe gucken. Oh, wer ist er denn? Igor Akarov. Moin, Igor. Alle Kuschnalski hier. Aha, ne, Dienstmappe. Jawohl! Ja, Dokumentenprüfung, Vorname, Haltbarkeitsdatum. Ja, wir sind natürlich hier wieder am Grenzübergang, ne? Eine Briefmarke. Oder was? Zeitung? The Voice of Akarisan. Thursday, April 1681. Kollaboration aufgedeckt. Nikolai Rotznikow, wegen Rotze aus der Nase, Kommandeur der Grenzpolizei in Karikatakatka, Digga, wurde der Kollaboration mit Terroristen, regierungsfeindlichen Bewegung, The Blood Fist? Eine Faust mit Blut? Hand of Blood ist auf der anderen Seite. Ich hab das all die Jahre nicht gewusst. Hätten wir das nicht angeguckt, hätten wir es nie gewusst. So, der nächste bitte. Halt, stopp! Mir die Pistole runtergefallen, ne? So, mein Freund, zeig mal her. Achso. Zeig mal her! Junge, der Bart! Der Bart! Zeig her den Laden! Drabzaju ob Dokumente! Dann halt doch mal die Schnauze! Ich bin doch gerade mit dem Reden! Dokumenta, okay, ja. Das ist richtig, Sergej Popovich. So, Fehler in der Dokumentation sind der einzige Grund für die Verweigerung der Einreise. Kontrollbericht. Sieht doch gut aus. Ah, was haben wir hier noch? Oh, das ist die Map. Ja, Sergej, ich glaube. Achso, hier passt nochmal. Nee, das haben wir nur angetickert einmal, ne? Ja, sieht gut aus, oder nicht? Die Inspektion ist beendet, das ist alles. Genehmigt. Tschüss. Jo. Hier, da das Fenster ist mal hochkurbelt. Geile Karre, Digga. Ey, ich hab 100 Dollar verdient. Kannst du aufhören, mich voll zu labern? Ich versuche hier einfach meinen Job zu machen, verstehst du das? Um ein bisschen Money auf das Heil zu haben. Alarm! So, wo ist der Motor? Das gibt eine Anzeige. Her damit! Ja, ist notwendig. Sie haben keinen Motor. Ist alles Quatsch hier. 10. Februar 81 haben wir aber schon hinter uns gebracht. Wir sind ja schon mitten im April. Und das Ding ist ja auch nicht mehr gültig. So, das Ding ist ungültig. Also den müssen wir aus dem Verkehr ziehen.
Igor, mach dich bereit. Da ist der Motor. Ja, der sieht aber auch nicht mehr ganz gut geölt aus. Naja. Alarm! Hilfe! Hilfe! Kann ich mit dem Auto wegfahren? Kurz. Wie macht man die Büchse an? Also, okay. Ja. Du bleibst hier, Setwa. Damit das klar ist. Keine Widerstandleistung. Atayo, Siem Rachove. Wieso nicht? Die Papiere waren ungültig. Alter, ist das eine dicke Karre. Dick, yeah. So, was haben wir denn hier? Aino Abilov. Das scheint zu stimmen. Aha. Ich will mir das nicht alles angucken, ne? Giffy 9843 e.V. Okay, das stimmt schon mal. Können Sie mal die Haube aufmachen hier? Oh, ist das ein V8 Diesel? Ich glaube, das ist in Ordnung. Oh! Pop, 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 pop! Wie das alles... Hä? Was soll das denn? Dokumentenhintergrund, Foto, Erfolg, 0%, Ergebnis gescheitert. Ey, nee, jetzt haben wir minus 100. Das läuft ja gar nicht gut. Ja, ja, komm. Er ist mir zu freundlich, jetzt schon. Ja, da die Scheiße. So, Adil Sahin. Das stimmt alles. Zafet, wo weiß ich denn, was das für ein Auto ist? Wo kommt der her? Was ist das für eine Herkunft? So, Motorblock ist auch alles da. Wurstwasser, jo, alles klar. Super, hinten nichts drin. Im Kopf wahrscheinlich auch den. Ich glaube, ich lasse ihn durch. Komm schon. Ja! Ehre! So, letzter bitte. So, Anton. Hier heißt der Atov. Guck mal, nicht Übereinstimmung. Das mit dem Rücklicht, das macht mir hier wirklich Sorgen, ne? Da müssen wir mal dran gucken hier. Oh, Lichter an. Aha. Igel fehlende Scheinwerfer. Gesprungene Scheinwerfer. Zerbrochene Scheinwerfer, gesprungene Scheinwerfer. Ja, aber wie notiere ich das? Wie notiere ich das? Dass das im Arsch ist. Er will das nicht notieren, ne? Er will das... Ja, dann lass ich den durch. Und jetzt sagt er wieder, nee. Pass auf. Was ist das für eine Scheiße? Schauen wir zuerst die Informationstafel an, ja klar. Die Schmuggler. Ja. Kannst du jetzt mal aufhören? Bla 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 ist das doch. Vladislav, versteckte Schmuggelware, Reifen. Zavet, wer weiß ich denn, was das für Autos sind? Ich bin so lost in space gerade. Okay, wir sollen ihn jetzt rauslocken, damit wir nach der Schmuggelware suchen können. Mach mal aussteigen hier einmal. Schön mit dem Messer. Das will ich dir einmal reinstecken. Das tut jetzt kurz weh. Alkohol! So, ab ins Gefängnis! So, jetzt gucken wir uns die Reifen auch nochmal an. Hier muss alles überprüft werden. Kann ich dich abstechen? Ey, sorry. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den abstechen kann. Ja, ist gut. Ey! Vladimir! Jo! Alles klar. So, raus hier. Oho. Die Zigaretten. Waffen. Was kommt als nächstes, ne? Oh, 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 oh. Die ganzen Fluppen hier hinten. Ja, klar. Oh, weia. Das wird teuer. Was hast du hier hinten noch? Ja, auch noch mal Dalle. Ah, hier, können wir auch noch. Noch mehr Alkohol. Es ist unfassbar. Es ist unfassbar, was ihr euch hier traut, ne? Schäm dich. Schäm dich. So, hier. Handschellen, klick, klack und ab dafür. Krimineller verhaftet. 50? So, du bleibst hier drin. Damit das klar ist. So, Maximov. Mach mal hier, Maxi. Mach mal weg hier den Bums. Ja? Oh. Ich hab jetzt eine Mistgabel. Alter, da kann ich die Leute mit pieksen. So, her damit. Jetzt werden wir gleich sehen, ob alles in Ordnung ist. Jetzt hältst du mal deine Schnauze. Denn. So, Jemelin Popovic. Aha, den kennen wir doch. Aha, raus bitte. Fangen Sie mal aus.
Propsa. Padlo Hamane, meno als Miru. Hat euch das zerstört? Digga. Propsa. Padlo Hamane, meno als Miru. Du sollst deine Schnauze halten. Hast du das geschmuggelt oder nicht? Hä? Ich nicht dich ab, Junge. Padlo Hamane, meno als Miru. Ja, ja, komm. Hast du jetzt das geschmuggelt oder nicht? Ja, ich glaube, ich würde sagen, glatter Reifen, ja gut. Lassen Sie den Reifen mal untersuchen, ne? Hatte was tschüss da. Hatte was tschüss da. Verpiss dich jetzt. Ich habe den platten Reifen einfach weiter düst, Digga. Ehre im Arsch. Oh, da ist eine Lampe kaputt. Ich sehe das doch. So, Zeno, hi, ja. Kennzeichen Tenshin Han, okay. Passnummer. Alright, November 88, Handel. So, die Gültigkeit der Papiere. Da haben wir ein Problem, ne? Der Pass ist nicht gültig. Ich lasse ihn jetzt durch und ich wette, das ist falsch. Horoseko Daina! Ich wette, das ist richtig. Wollte ich damit gesagt haben. Hä? Warum? Ich bin so bad! Snack und Dainara! Halt mir die Fresse mit deinem Cowboy-Hut an. Mir diese Bärte, was soll das? Das stimmt schon mal. Erlaubnis? Stimmt auch? Ja. Gut aus? Ja, ist noch drin. Alles im Load. Alles im Load. Haben Sie? Ich versuch's jetzt nochmal, den einfach durchzulassen. Ich versuch's einfach. Das fehlt ja die Hälfte vom Auto. Ich versuch's jetzt einfach nochmal. Ja! Irre im Arsch! Da ist der Jagger! Genau, alles klar. Das stimmt schon mal. Okay. Ja, TRG 4146 SS. Jo, jo, jo. Mikros 26. Alles klar. April, 30. April 81. Da hat er aber noch mal Glück gehabt. Geburtsdatum, ja, ja. So, wir müssen Sie einmal aussteigen lassen, weil Sie sehen aus wie ein Hippie. Verstehen Sie das? Raus aus der Mühle. Ich finde find das Marihuana. Aha, die Waffen in den Reifen drin. Er bietet mir ein schönes Geld an. Gib mal her, die Murmeln. Hey, er hat... Ey, wo ist denn das Geld hin jetzt? Ich wollte das Geld nehmen und ihn trotzdem aber abfacken. Alkohol? Mann, Mann, Mann. Die Jugend von heute. Sag Waffen wieder. Eine Freshheit ist das. Auch nochmal Alk. Es ist der Wahnsinn. So. Warum? Ja, weil du dumm bist. Dass das nur 50 bringt, ne? Ich soll mir $500 geben. So, Maximov, mach mal weg hier den Bums. Und damit hat euer Kaleko Scheiße mal wieder für Recht und Ordnung gesucht. Wenn das Spiel bald rauskommt, können wir da gerne nochmal rein dippen, ne? Ihr kennt's ja. Ansonsten lasst gerne Abonnement da und ich sag mal so, Klappe zu, Affe tot, ne? Tschüss.